Ja. Depression ist eine der häufigsten Beschwerden und beziehungsweise je nach Schweregrad eine sehr ernstzunehmende Erkrankung der betroffenen Flüchtlinge. Menschen, die von Depressionen erfasst sind, können die Tagesabläufe oft nicht bewältigen. Depression überschattet alle Gefühle, alle Handlungen, alle Gedanken. Sie sind in einer tiefen Traurigkeit und haben so ein Gefühl der Leere, wirken empathisch, sie sind hoffnungslos, verständlicherweise. Also wir verstehen viele dieser Äußerungen und Erscheinungsbilder und Symptome, können das aber oft nicht nachvollziehen. Also sie haben auch keine Interessen. Man kann depressiven Menschen nicht sagen, jetzt komm, reiß dich zusammen und lenk dich ab, weil es ist wie eine seelische Lähmung zu verstehen. Es gibt Leute, also ich habe Beschreibungen gehört, wie wenn Depressive, zum Beispiel wenn das Telefon läutet, ist es ein tiefer Schmerz aufzustehen und es zum Telefon zu gehen oder überhaupt etwas Bewegung in den Alltag zu bringen. Also depressive Menschen sind in einer Weise betroffen, je nach Schweregrad, wo man wirklich sehr achtsam sein muss und diesen betroffenen Menschen Hilfe anbieten sollte. Also das heißt, die Helferinnen, die Betreuerinnen sollten die Depressionen einschätzen können und es ist ganz, ganz wichtig, dass sie dann psychotherapeutische Hilfe finden und das auch mit Hilfe von Dolmetschern dann diesen traumatisierten Menschen zur Verfügung stellen. Helferinnen sollten also in ihrer Gesprächsführung eher in der Gegenwart und in der Zukunft sein. Also was können wir heute machen, was können wir morgen machen, was ist möglich in der Zukunft, während die Psychotherapie die traumatischen Erlebnisse aufarbeitet und dafür auch natürlich die Vergangenheit sehr vorsichtig angehen kann mit den betroffenen Personen. Das heißt, die psychotherapeutische Behandlung wäre für traumatisierte Menschen sehr wichtig und ist hoffentlich auch möglich. Aber auch die Vorarbeit, die ehrenamtliche Betreuerinnen durchführen, ist natürlich sehr wichtig für die Psychotherapie schon, ja. Aber sie müssen ihre Grenzen kennen, sie müssen schauen, dass sie eben nicht die Wunden noch tiefer Verletzungen aufreißen. Insgesamt ist das ehrenamtliche Engagement sehr wichtig. Wir wissen das, also angefangen von Orientierungshilfe bis hin zu Behördengängen, Gespräche führen. Der wertschätzende Umgang, aber auch die Suche nach Arbeit, dort wo es schon erlaubt und möglich ist, das Gefühl der Sicherheit und des Schutzes und die Begegnung in Augenhöhe ist ganz besonders wichtig. Wenn Flüchtlinge sind hochsensibel, sie merken ganz genau, wie ehrlich man es mit ihnen meint, ob sozusagen die Begegnung eine stimmige und gute ist oder ob das so irgendwie gespielt ist, ob man jetzt gestresst ist oder ob man mit der Situation umgehen kann oder nicht. Ich habe viel recherchiert auch und habe gemerkt, dass immer wieder berichtet wird, dass diese ehrliche Begegnung was Wertvolles ist. Das heißt, ehrliche Begegnung heißt aber auch, wenn ich überfordert bin, dass ich das auch sage. Dass ich, wenn ich mit der Situation nichts anfangen kann oder wenn mir die Erzählungen
zu viel sind oder mich auslaufen, dass ich mitteile, hier habe ich jetzt wirklich große Probleme oder es tut mir jetzt so weh. Das ist besser, ehrlich zu sein, es ist besser für die gute Kommunikation mit den betroffenen Menschen, auch diese Ehrlichkeit aufzubringen, als eine Show abzuziehen. In dieser neuen Situation, wie gesagt, sind die Betreuerinnen sehr, sehr wichtig, auch indem sie eine gewisse Struktur einbringen, dort wo es möglich ist, indem sie Orientierungsmöglichkeit schaffen, indem sie eine klare Zuständigkeit aufzeigen, dann auch Zeitstruktur, Tagesstruktur, also alles, was dann so eine gewisse Sicherheit gibt, ist vor allem auch bei jungen Menschen oder für junge Menschen sehr wichtig und sehr wertvoll. Also auch alles, was in Richtung Geborgenheit, Gesprächsbereitschaft, wie gesagt, ehrliche Gesprächsbereitschaft geht, ist eine wichtige Hilfeleistung. Authentizität haben wir schon gesagt, die ehrliche Haltung, dann wie geht es, also auch dieses Erkunden, wie es jetzt geht, was für Möglichkeiten dieser Mensch morgen hat, Freizeitgestaltung abwickeln. Zu all dem habe ich im Manual verschiedene Übungsmöglichkeiten und Beispiele aufgelistet. Ich hoffe, dass hier einiges für Sie brauchbar ist und vor allem auch für die gute Gesprächsführung, dass man hier die eine oder andere Übung findet, die Sie verwenden können. Also, ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit, für diese ganz besonders schwierige Arbeit. Tut mir leid, dass ich nicht dabei sein konnte bei dieser heutigen bei diesem heutigen Zusammentreffen, aber ich wünsche Ihnen auch für die Zukunft alles Gute.